Yo, 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 Leute, was geht ab? Euer Herzweiler hier wieder am Start. Heute kommt endlich mal wieder ein Video. Ich weiß nicht, ob wir in diesem Video fahren werden. Ich glaube eher nicht. Ich bin heute an einem geheimen Ort. Ja, der Ort ist echt geheim. Ich habe den noch nie in irgendeinem Video gezeigt, den Ort hier. Hinter mir ist eine riesengroße Halle. Was sich darin genau befindet, das werde ich euch gleich zeigen. Aber bevor wir in die Halle reingehen, will ich euch noch was anderes zeigen. Und zwar habe ich mir gestern was richtig Geiles gekauft. Und das will ich jetzt mal kurz austesten und dazu ein paar Worte sagen. Ja, kaum zu glauben, aber wahr. Achso, und für alle, die noch Merch brauchen, da es jetzt so richtig geiles Wetter ist. Hier, ne? Bester Merch, den es gibt. Shop ist unten verlinkt. Wer sich was holt und die Rechnung an meine E-Mail-Adresse schickt, der kriegt dann ein paar Gratis-Sticker zugeschickt. Diese Aktion gilt aber nur für die Leute, die das Video gesehen haben. Muhahaha. So. Abgeschlossen. Boah, die Hitze ist jetzt schon kaum auszuhalten. Deswegen habe ich gestern ein bisschen im Internet rumgeguckt, weil ich wollte schon immer mal eine Kühlbox haben, die elektrisch kühlt. Dann habe ich gestern durch Zufall ein bisschen, wie gesagt, im Internet geguckt und dann habe ich gesehen, dass bei MediaMarkt gerade einem Angebot ist, mit 29 Liter Volumen, dann 230 Volt und 12 Volt. Da habe ich gedacht, okay, das hört sich schon mal gut an. Gekostet hat die jetzt 45 Euro und da habe ich gedacht, für 45 Euro kann man nichts falsch machen, wenn man mal bedenkt, dass man für eine normale Kühlbox teilweise schon 20, 30 Euro in der Größe bezahlt. Zudem waren die Bewertungen im Internet richtig gut, nur 4,5 Sterne von 5 Sterne und gute 80 Bewertungen. Und da habe ich gedacht, komm, so eine kaufe ich mir. Ja, ich werde dafür, wir packen jetzt mal aus und testen die einfach mal. Und ich muss einfach sagen, ich bin der typische Mensch, der übelst auf Kaltgetränke steht. Also, ich mag kein warmes Trinken einfach. Im Winter mag ich warm Kakao, okay, aber ich trinke keinen Kaffee, hasse ich wie die Pest. Einfach nur abartig. Allein schon, wenn man so eine pelzige Zunge davon kriegt. Ich trinke lieber, wie gesagt, Kaltgetränke und jetzt gerade, wenn ich so unterwegs bin, und ich mal was trinken will, ist meistens das Trinken schon bei der Hitze nach einer halben Stunde schon echt warm. Das ist überhaupt nicht meins. Deswegen, ja, fahre ich leider total oft zu Aral. Das wissen ja die meisten. Ich fahre mega oft zu Aral, bestimmt drei, vier Mal am Tag. Und hole mir zwischenzeitlich immer da so zwei, drei Dosen trinken. So wie jetzt eben gerade schon wieder eine kalte Dose Red Bull. Ich kaufe immer bei der Aral ein, weil ich da halt nur schnell reingehen muss, kann es kaufen und kann wieder rausgehen. Nachteil ist halt, also, und weil es gekühlt ist, ne? Wenn man da gekühlte Getränke kriegt. Nachteil ist natürlich, so ein Red Bull kostet mal glatt 2,50 oder so. Also schon echt mega teuer. Jetzt habe ich diese schöne Kühlbox, die kann ich einfach mein Auto anschließen, wenn ich unterwegs bin. Kann von zu Hause trinken, einfach mitnehmen, das hier reinstellen und es wird kühl gehalten. Besser geht's nicht, oder? So, ich packe jetzt den ganzen Ofen mal auseinander und dann machen wir den mal an. Jo. So, Verpackungskram ist ab. Hier sieht man das ganze Elektronikkram hier drin. Hier drin ist so ein Handbuch und sowas. Und hier oben ist so ein kleines Fach, das kann man auf- und zuschieben. Ja, es geht so einigermaßen, aber das ist ja egal. Hier hat man einmal 240 Volt drin und einmal 12 Volt. Wir wollen jetzt, weil wir mit dem Auto hier gerade unterwegs sind, 12 Volt haben. Das ist halt das Geile, wenn man irgendwo auf dem Campingplatz oder so ist, kann man das halt an Landstrom anschließen, ganz normal. Das finde ich halt richtig geil. So, hier haben wir jetzt 12 Volt. Den schließen wir jetzt mal an. Ja, fängt das Teil schon direkt an zu arbeiten hier. So, hier kann man die Stärke einstellen. Wir haben jetzt auf volle Pulle. EQ ist der Sparmodus so gesehen, aber wir lassen das mal auf volle Pulle. Da unten haben wir noch Betriebsanleitung zu liegen und wir haben jetzt das schöne kalte Heineken da reingestellt. Ich mache jetzt die Klappe hier wieder zu und wir lassen das Ding jetzt einfach laufen. Ich bin mal gespannt. In einer Stunde gehen wir gucken. Aber kommen wir nun endlich zur Halle. Ich hole mal den Schlüssel raus. Und wie ihr sehen könnt, ist hier nicht viel drin. Das ist eine Halle von meinem Papa. Der hat hier eigentlich nur seine Anhänger von den Treckern drin stehen. Einmal den Langholzwagen und einmal hier den normalen Wagen. Und was ich gerade feststelle, ist eine enorme Hitze drin. Ja, ansonsten ist hier echt nichts Spannendes drin. Eikes Karre, aber die holen wir heute noch weg. Hier liegt noch ein Teil von meiner Aprilia RS von damals. Vorne die Kanzel. Geil, oder? Ansonsten haben wir hier Folgendes stehen. Ich habe hier, das habe ich auch noch ganz neu, ich habe hier noch von Dunlop Mousse für vorne und hinten einmal neu. Das packen wir mal kurz an die Seite. So, ansonsten haben wir hier den Zhang Yang Roller noch.
Da ist er, also der lebt noch. Damit werden demnächst auch wieder ein paar Videos kommen. Mal sehen, ob ich vielleicht jetzt gleich ein Video aufnehme. Kommt immer darauf an, ob der anspringt. Denn, ja, der Auspuff ist ein bisschen kaputt. Ansonsten steht hier noch der schöne Zip-Roller, den nehme ich jetzt sofort mit. Ich muss mal, hier haben wir gucken, was wir hier drin haben. Ja, hier haben wir Plastiksets drin. Mein originales Husqvarna-Dekor. Boah, guckt euch das mal an. Wie neu. Okay, es ist neu. Ich habe das nie im Gelände oder so gefahren. Hier ist halt alles dafür drin. Einmal wieder reinpacken. Schön ordentlich. Ja, hier haben wir mal Eikes Original-Dekor drin. Das packen wir auch mal rüber. So, wie gesagt, hier steht der Zip. Den nehmen wir jetzt gleich mit. Und hier ist ein Apria-Roller. Das hatte ich schon mal vor kurzem gesagt. Ich habe hier den Apria Dietich gekauft und eine Woche bevor ich den Dietich gekauft habe, hatte ich ja noch einen Apria gekauft. Und das ist der, aber da gibt es ja jede Menge Ärger so gesehen. Also die Aktion hat mich richtig angekotzt. Die Sache mit dem Apria Roller war einfach, da hat ein Abonnent geschrieben, hat gesagt, hier hat sie, kannst du für 50 Euro haben. Habe ich gedacht, okay, nehme ich. Nachteil war halt, dass ich 800 Kilometer dafür fahren musste und dann habe ich ihn halt. Das ist kein Scherz, ich habe ihn schon 10, 15 Mal gefragt, ob er die Papiere, Schlüssel, alles dafür hat. Meinte er so, ja, hat er alles. Ich so, gut, dann komme ich vorbei und hole ihn. Habe ich einen Roller natürlich geholt, bin die 800 Kilometer gefahren. Ich war dafür einen ganzen Tag unterwegs. Da war es auch um die 30 Grad warm, denn mit dem Bus auf der Autobahn ohne Klimaanlage. Also der Tag hat mich richtig gefickt. Ja, habe ich einen Roller geholt, dann meinte er, ja, die Papiere schickt er mir nächste Woche nach, die liegen noch beim Kumpel. Ja, das Endergebnis ist jetzt, dass ich den Roller seit über einem Monat habe und die Papiere immer noch nicht habe. Somit ist der Roller für mich nutzlos. Ich bin mega sauer, einfach weil ich 50 Euro für den Roller bezahlt habe, 100 Euro für Sprit ausgegeben habe. Und jetzt habe ich hier einen Roller stehen, womit ich wirklich nichts anfangen kann. Kotzt mich richtig an. Gerade, ich habe auch dafür auch sogar noch, wo ich nach Hause gefahren bin, habe sogar noch Teile dafür bestellt für den Roller. Und zwar habe ich eine andere Felge bestellt und für hinten die komplette Bremse, weil der Roller hat original nur Trommelbremse hinten. Und ich hatte halt alles bestellt dafür, dass man ihn auf Scheibenbremse umbauen kann. Natürlich alles nur Gebrauchteile. Habe ich auch nur 50 Euro bezahlt für die Teile, aber trotzdem kotzt mich das einfach derbe an. Aber ich wäre dafür, wir holen jetzt einfach den Apria-Roller mal raus und gucken uns den gemeinsam an. So Leute, da steht jetzt der Apria. Die Verkleidung allgemein ist total runtergeranzt. Ist zwar schon ein Sito Plus Auspuff drunter. Das ist ja ein Sportauspuff in Optik vom originalen Auspuff. Ja, ansonsten allgemeiner Zustand, sehr runtergeranzt, sieht man hier. Hier wurde mal versucht, ja, den alten Lack so gesehen abzuschleifen und ich denke mal, die wollten ihn bestimmt neu lackieren. Wurde mal wieder was angefangen und nicht zu Ende gemacht. Ja, ansonsten die Variomatik habe ich hier nicht komplett wieder zusammengeschraubt, die habe ich erstmal so halb auseinandergelassen, weil ich da einen Tag ein paar Teile ausgebaut habe. Aber der ist trotzdem komplett. Ja, und dann wurde halt am Vergaser mega viel rumgespielt. Der Roller läuft. Er läuft auf jeden Fall. Aber er läuft nicht richtig rund. Aber das liegt meiner Meinung nach hundertprozentig am Vergaser einfach. Den müsste man einmal ausbauen, sauber machen. Aber ich würde eher zum neuen Vergaser greifen, weil ich hätte einfach mal geguckt, neuer Vergaser um die 40 Euro. Ja, aber da mich diese ganze Aktion einfach so ultra krass angekotzt hat. Okay, hier ist noch eine Halterung für den Koffer hinten. Eigentlich war mein Ziel, den Roller wieder Startler zu machen, den komplett original zu lassen und den als Wheelie-Roller dann zu benutzen. Dann, soweit ich Wheelies mit dem Zip-Roller kann, wollte ich eigentlich hier mit Wheelies üben. Weil der ist dann um einiges schwieriger vom Gewicht her und deswegen ist es auch schwieriger damit zu reelen. Das war eigentlich mein Plan, aber tja, da ich jetzt keine Papiere und so habe davon, kann ich den Roller auch einfach nicht gebrauchen und deshalb will ich ihn jetzt wiederum auch verkaufen. Falls jemand wirklich Interesse an diesem Roller hat, wie gesagt, keine Papiere, aber so wie er da steht, der läuft auch komplett, man müsste halt ein bisschen Arbeit reinstecken. Ich würde ihn so für 100 Euro abgeben, einfach so, dass ich meine Spritkosten wieder raus habe und bei der Aktion plus minus null rausgekommen bin. Ich habe zwar einen ganzen Tag verschwendet, aber ja, ich würde ihn für 100 Euro würde ich ihn abgeben. Also wie gesagt, den Roller müsstet ihr, wenn selber aus Osterode, abholen. Osterode liegt in der Nähe von Göttingen. Ihr könnt es euch überlegen, also wer den Roller haben will, der kann mir gerne bei Insta schreiben oder an meine E-Mail-Adresse schreiben und dann könnten wir da was vereinbaren, dass ihr den Roller holt. Ja,
Das ist auf jeden Fall ein Aprilia SR50 mit Morini-Motor, ne? Das wollte ich noch dazu sagen. Ja. So, hier haben wir den schönen Zip-Roller jetzt stehen. Den nehme ich jetzt wieder mit, denn wir hatten ja zuletzt die Variomatik komplett gemacht und seitdem bin ich ja gar nicht mehr gefahren, weil ich einfach keine Zeit hatte. Aber jetzt habe ich wieder Zeit, deswegen laden wir den jetzt wieder ein und dann kann ich heute Nachmittag ein paar Wheelies üben. Geil, oder? So Leute, ich bin jetzt kurz vorm Abnippeln. Es ist gerade mal 12 Uhr und es ist schon so heiß. Das ist kaum auszuhalten. Es ist echt ultra heiß. Ich bin echt am Ölen, diesen Spritkanister. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Husqvarna hinten drin und den wunderschönen Zip-Roller, da steht er. Damit werde ich heute Abend ein paar Wheelies wieder üben. Aber erst gegen Abend, wenn es wieder ein bisschen kühler ist, weil jetzt hier in der Nachmittagssonne, das hält mir einfach nicht aus. Ich habe ihn gerade jetzt noch in der Halle ein bisschen was aufgeräumt und ein bisschen umgestellt. Jetzt können wir mal gucken, was das Bier macht. Oh, ich drehe mal hier die Box kurz um. So, die Box ist offen. Es kommt auf jeden Fall eine richtig schöne Kälte hier schon raus. Oh, ist das schön. Das Bier ist auf jeden Fall noch richtig schön kalt. Man sieht, dass es von außen schön feucht. Tja, Prost, habe ich mir verdient, würde ich sagen. Aber ich trinke jetzt nur 2-3 Schluck, denn ich bin kein Mensch, der Alkohol trinkt und Auto fährt. Also ich sage entweder Autofahren oder Alkohol trinken. Beides zusammen geht nicht. Aber ich habe jetzt einfach, weil ich mein Red Bull ist schon lange leer, ich habe nichts anderes zu trinken dabei. Und es ist ganz wichtig, bei dem warmen Wetter viel zu trinken. Deswegen habe ich jetzt einfach mal 1-2 Schluck getrunken. Das ist in Ordnung, aber den Rest trinke ich jetzt zu Hause aus. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War jetzt zwar nicht so viel Spannendes dabei, aber wenn einer Interesse hat beim Roller, kann er mir schreiben. Die nächste Sache, checkt auf jeden Fall den Merch aus. Da ist das Gute, wenn ihr Merch kauft, die Sachen, also das Geld, was ich dadurch verdiene, das fließt zu 100% wieder an irgendwelche Projekte von mir. Das ist allgemein bei mir so, egal was ich mit YouTube verdiene, das investiere ich nur in Projekte. Für mich ist YouTube immer noch ein Hobby. Und das Geld, was ich damit auch mache, investiere ich auch wieder in YouTube. Leben tue ich von meinem Privatgeld. Die meisten wissen, ich gehe arbeiten. Davon lebe ich. Und der Rest ist einfach nur Vergnügen. Aber wie gesagt, schaut auf jeden Fall im Merch-Shop mal vorbei. Ja, ansonsten, falls einer Interesse am Roller hat, schreiben. So, ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao und tschüss.